Ja, hallo, mein Name ist Karl-Peter Fischer. Ihr wisst, ich bin Professor für Markt- und Werbepsychologie, für Kommunikation und für Online-Kommunikation. Ihr findet mich heute vor unserer Privatuniversität Schloss Seeburg am Wallersee in Seekirchen, gleich 15 Kilometer neben Salzburg. Möchte ich heute in diesem kleinen Video, ihr wisst, unseren Diplomlehrgang Online Marketing Manager, den wir ins Leben gerufen haben, um in 10 Präsenztagen, also berufsbegleitend, 10 Präsenztage plus einen Prüfungstag hier an der Privatuniversität Schloss Seeburg. Und der Rest, 4 Monate, 5 Monate, sind dann die Online-Phase, wo ihr bestimmten Stoff nacharbeiten könnt und euch dann für die Prüfung vorbereiten könnt. Habe ich euch im vorherigen Video schon erzählt. Die Frage war an mich, oder ist immer öfters gestellt worden, was heißt denn blended, was heißt semi-virtuell? Blended und semi-virtuell ist ganz einfach erklärt. Das ist ein blended, heißt ein gemischtes, eine Mixture aus Präsenzunterricht und selbstständigen Lernen, Online-Lernen von Unterlagen, von Filmen, von etc., was auf einer Lernplattform praktisch hochgeladen wird. Die Frage ist immer, naja, was habe ich denn von oder was ist der Vorteil von diesem Blended Learning? Der Vorteil von diesem Blended Learning ist natürlich, ihr seid ortsunabhängig. Ihr könnt also von, wir haben Teilnehmer, die kommen aus der Schweiz, wir haben Teilnehmer, die kommen aus Deutschland oder hier eben aus Salzburg bis hin nach Wien, und ihr könnt eben ihr müsst nur an diesen Präsenztagen Freitag, Samstag erscheinen, und der Rest, wie gesagt, ist online, kann online nachgefasst werden, und man kann sich dann eben so auf die Prüfung vorbereiten. Also das ist das Blended-Format. Das hat einen extremen Freiheitsgrad. Der Kurs hier ist auch zertifiziert von der Universität und bringt 30 ECTS-Punkte. Ist eine Menge Holz, das ist ein gewisser Leistungsnachweis. Und die Studenten unter euch wissen, wenn man einen normalen Kurs in einem Semester an einer Universität oder Hochschule belegt, bekommt man meistens für diesen Kurs 6 Credit Points, 6 ECTS-Punkte, und 30 ECTS-Punkte, deswegen eben 5 Leistungen. Die Themenbereiche, die wir haben, das ist eben Online-Marketing, das ist Marketing, das wird Psychologie sein, also Kommunikationspsychologie, das wird SEO sein, das wird CA sein, also Google, Google AdWords und diese ganzen Geschichten, und natürlich massiv Social Media. Und der ganze Kurs gibt euch eben einen Überblick über das strategische Online-Marketing und ist eigentlich geplant für Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, die Verantwortung haben, Marketingleiter, Vertriebsleiter, all diejenigen, die in Zukunft in dem strategischen Bereich Online-Marketing Verantwortung übernehmen müssen und übernehmen sollen. Ja, und hier vielleicht nochmal, wenn ich Werbung machen darf, wie gesagt, unten findet ihr den Anmeldebutton zum Institut, zur Hochschule, und wir starten am 22. September 2017. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das ein bisschen verteilt, das Video, oder wenn ihr jemanden wisst oder kennt, der hier daran teilnehmen möchte, im Blended-Format, also eben auch berufsbegleitend möglich. Und ja, dann vielen Dank. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen erklärt, was wir mit Blended oder was Blended bedeutet. Hoher Freiheitsgrad und trotzdem eben eine Weiterbildung machen, die anerkannt ist und die wirklich was bringt. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Jetzt gehe ich in die Uni rein, weil ich jetzt dann nachher gleich Vorlesung bei meinen Studenten habe. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst, euer Peter. Dankeschön.